So, hallo, wir machen weiter. Also eigentlich machen wir nicht weiter bei SMBX, sondern wir haben eine kleine Bonusfolge, wo wir uns ja die Musik anschauen wollten. Und deswegen gebe ich gerade mal wieder ein paar Cheats ein. Und das letzte Mal ging es natürlich, deswegen wurde hier nicht gespeichert, weil wir natürlich Cheats benutzt haben. Und das völlig vergessen haben. Ne? So, wir machen rückwärts, glaube ich, oder? Wir machen es rückwärts. Was für Musik lief denn hier? Metroid-Musik. Ach so, Don't Hurt Me, habe ich vergessen. So. Oh. Sollte es wieder rausnehmen, beziehungsweise. Oh, ich habe die Musik geändert. Nein! Ah. Sehr gut. Gut, ja, also diese Musik läuft hier. Ist auf jeden Fall passend. Ja, ich denke, wir können wieder raus. Gut. Was lief denn hier? Das war zu bald. Ganz so bald wollte ich nicht sterben, eigentlich. Hallo? Ich muss hier hoch, oder wie? Wann kommen die denn jetzt? Kommen sie? Hier wäre ich dann natürlich wieder tot. Kommt da gerade so ein Gedanke, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, die sind viel zu niedrig. Der wäre hoch genug gewesen. Naja, egal. Der da erst, aber da komme ich nicht hinterher. Den erwische ich nicht. Nein. Sonst könnte man da eventuell rüberspringen und das ein bisschen cheaten. Aber gut. Mal so rein hypothetisch. Angenommen, ich hätte einen Pilz. Na, wann geht's denn los? Wenn ich hier hoch mache. Nein! Ich hab's verfehlt. Angenommen, ich hätte einen Pilz dann, also so wie jetzt. Also jetzt nicht mehr. Aber dann könnte ich einen Treffer mir hier erlauben, ne? Ach, ich hab's wieder verfehlt. Aber wenn ich hier hochkäme. Ja! Dann. Ach, die Röhre ist nicht da. Okay, die Röhre taucht auch erst auf, wenn man hinten war. Okay, hat sich erledigt. Musik haben wir gehört. Die Pflanzen aus der Dunkelheit, was lief hier? Ah, das können wir überspringen. Herr der Ringe, was lief hier? Ich weiß gerade nicht, was es ist.
Aber es klingt passend. Aber ich kenne es, aber ich weiß es, ich kann es nicht zuordnen. Gut, was lief hier? Schloss der Finsternis. Dasselbe. Gut. Was lief hier? Das war das Level, wo man mit den Drehsprüngen die ganze Zeit durch musste. Das war aber dieselbe Musik wie die andere auch, von daher irrelevant. So, was haben wir denn hier noch? Spaziergang in der Nacht. Ach, das war das mit den Bullet Bills, wo man über die hüpfen musste die ganze Zeit. Da läuft auch das hier. Gut. Und hier. Natürlich. Gut, dann haben wir das ja durch. Welt 9. Das war die Musik in Welt 9. Machen wir weiter mit Bowsers Schloss. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich kann es auch gerade nicht zuordnen. Nein! Mist. Entschuldigung. Wie schnell man hier durchkommt. Gekonnt ist eben gekonnt. Och, hier ist auch mit Waypoint. Seit wann das denn? Genau deswegen bin ich nämlich jetzt gerade nochmal durchgelaufen. Ich habe mir überlegt, es müsste doch eigentlich sogar eine andere Musik hier laufen. Warum hast du die andere Musik nicht gelassen? Warum hast du es nochmal wechseln lassen? Das ist jetzt ja schade. Na gut. So, aber unter den Umständen müssen wir natürlich auch nochmal hier durch. Das habe ich natürlich fast vergessen. Das haben wir natürlich fast vergessen. Dann müssen wir uns hier die Bowser-Musik auch nochmal angucken. Dupdi-dups. So, und wie wir gelernt haben, brauchen wir den P-Switch nicht, um das Level zu schaffen, sondern können einfach den Midway-Point aktivieren. Und das Level macht den Rest. Was ich sehr nett finde, muss ich ja sagen. Dasselbe wie bei Junior Bowser. Aber wenn du doch das Sample hast von Mario Galaxy Bowser Fight. Warum hast du es nicht gelassen? Warum hast du es nur als Intro gehabt, bis Bowser auftaucht? Na gut. So. Das wäre auf jeden Fall cooler gewesen, finde ich. Aber ist okay. Heiße Röhren. Ach, das war... Haha. Also, man muss schnell durch, hat er gesagt. Dann kommen die gar nicht erst.
Was war das jetzt für Musik? Ich habe gar nicht drauf gehört. Ach, die ganz normale. Huch! Oh, ich habe den Turn nicht reingenommen. Okay, oder falsch geschrieben. Gut, die ganz normale Musik, das können wir uns dann sparen. Fast wie früher. Jetzt aber Don't Hurt Me. Also, ich weiß ja nicht, aber die Musik passt in eine Welt 8 nicht. So, ich sterbe hier jetzt natürlich nirgends, weil ich nicht runterfallen kann. Das ist aber okay. Doch, hier kann ich. Juhu! Danke für die Möglichkeit, hier zu sterben. Finde ich super. Bin ich sehr froh darüber, dass es die gibt. So. Was haben wir denn hier? Vulkanlandschaft. Ah. Ja, das passt wieder eher. Da es allerdings dann hier schon verwendet wird, ist es dann für Welt 9 nicht mehr so episch. Ja, ich äußere Kritik an der Musik, lasst mich. Ist ja nur meine persönliche Meinung. Oh, ich kann da nicht unten durch. Ist okay. Ach! Ich wollte es natürlich. Ja, gut. Was ich wieder wollte, ist natürlich. Das weiß keiner so genau. Außer ich, weil ich wollte das ja. Aber es ging natürlich schief. Das war ja auch zu erwarten. So. Dup-di-dup. 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 Ach, das war der blöde Scheißsprung. Okay. Gut. Was war das nächste? Das Schloss schon, ne? Ja. Zu heiß. Normales Bowser-Thema, ne? Ach. Ich glaube ja. Konnte ich hier irgendwie runterfallen? Nein. Dann gehen wir halt bis zum Boss. Dup-di-dup-di-dup-di-dup. Speedrun! Tactics! Hä? Seit wann gibt's denn jetzt von den Bossen Midway Points? Wie habe ich das denn hingekriegt? Passiert das wegen I'm tired of all this walking oder? Keine Ahnung. Aua. Das hätte voll wehgetan, das auch. Yays. Gut, das war die Musik. Was lief denn hier? Magma-Pflanzen. Ich ahne es. Oh. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wirklich nicht. Wow. Ihr ahnt, was ich sagen will, ne? Ja, ihr ahnt es. Das passt nicht. Jetzt ein bisschen zu fröhlich. Aber nur so ein bisschen. Hm.
Okay. Von mir aus. So, was haben wir hier? Ende der Magmahöhle. Ja, okay, das lasse ich gelten. Höhle passt zumindest. Gut. Was haben wir hier? Okay. Ändert sich die Musik in irgendwas Dramatisches, wenn die Lava losgeht? Nein. Schade. Hätte ich gedacht, die ändert sich vielleicht. But nope. Die hat keine Lust, sich zu ändern. Dup, dup, dup. Mal gucken, wie weit ich schaffe. Huch. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's... Ja. So viel dazu. Okay. Das war Welt 8. Mein Lieblingslevel. Also man soll hier Spinjumpen die ganze Zeit, hat er gesagt, dann kommt man hier wohl durch besser. Ah. Ja, dann hätten mich jetzt allerdings die Biene da erwischt. Die hätte ich jetzt irgendwie noch pullen müssen vorher. Aber tatsächlich, sie bleiben stehen, wenn ich die ganze Zeit Spin jumpe. Also auch so 9000 Umdrehungen. Ach, Mist. Da wäre ich natürlich jetzt erwischt worden. Ach, da wäre ich jetzt auch erwischt worden. Aber ja, so geht es tatsächlich in der Theorie. Indem ich Spin jumpe die ganze Zeit. Oh mein Gott. Natürlich müsste ich hier halt noch irgendwie rüberkommen. Das hier müsste ich noch irgendwie die ganze Zeit pullen können, ohne dass was passiert. Und, schon eklig. Einfach mit Sicherheit nicht, aber nicht so schwer, wie ich es dann gedacht habe. Gut. Und die Musik ist Meta Knight, für alle, die es nicht kennen. Und das hier ist natürlich kein Wasser, auch wenn die Grafik unten bei derselben Stelle Wasser ist. Aber gut. Mit Spinjump geht's tatsächlich. Wow. Hätte ich ja nicht gedacht. So. Dann pulle ich dich mal. Naja, gut, egal. Ich laufe hier durch, weil ich den Link-Musik noch hören will. Dann muss ich dich hier ein bisschen pullen und dann hier rüber. Und dich auch ein bisschen pullen, dann hier rüber. Okay. Dich muss ich aber auch erst ein bisschen pullen. Nee, ist das überhaupt Meta Knight? Schon, doch. Doch, doch. Ich habe mich nur gerade gewundert, weil da ein bisschen Kirby mit drin war. Also das Kirby-Theme, dass es Kirby-Musik ist, ist mir schon klar. Und hier muss man halt auch dann aufpassen. Geht dann aber auch sogar. Ist dann sogar tatsächlich möglich. Ich hätte es nicht gedacht. Mit ganz viel Mühe und Geduld und so weiter. Aber es ist halt nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, das meine ich damit. Okay, die Musik läuft hier. So, gucken wir uns dem Ganzen mal zu. Oft auszuweichen. Ist ja nicht zu fassen. Der braucht schon viele Hits. Meine Herren.
Hä? Warum geht er jetzt nicht kaputt eigentlich? Hä, ist er irgendwie kaputt gegangen? Also wirklich kaputt? Ich blick's gerade nicht. Wow, das hat lang gedauert. Das letzte Mal ging es, glaube ich, schneller. Aber gut, ist egal. Vielleicht haben ein paar Shells nicht getroffen. Das kann natürlich sein. So, was haben wir hier? Das war das, wo wir angefangen haben zu cheaten. So einigermaßen. Okay. Zelda! Ich glaube, das haben wir auch schon öfter hier gehört, ne? Ich denke, ja. So. Schwarzpulver im Wald, das war das mit den vielen Bullet Bills. Lad bitte schneller, danke. Okay, da lief das hier. Was im Anfangsscreen läuft von SMBX. Gut. Gut, gut, gut. Was lief hier? Musik der Wildnis, das war's mit den Notenblöcken. Ah ja, ganz normales Zeug. Ganz normales Zeug mit ganz normalen Leuten. So, war es die 4? In dem Level saßen wir auch ganz schön lange. Weil wir da noch nicht gecheatet haben. Und dann bin ich irgendwie auf den Geschmack gekommen zu cheaten. Hm, woran das nur liegt. So. Schatz von der Ruine. Ach, das war's mit den Münzen. Die man nicht einsammeln durfte. Ah, geil. Geil, geil, geil. Das war das Lied, okay. Entschuldigung, dass ich gerade gegähnt habe. Das war Mario Kart Wii. Das dritte Level vom ersten Cup. Mit den ganzen Pilzen, wo man rumspringt. So, dunkel ist der Wald. Hier haben wir übrigens den Secret Exit nie geholt. Fällt mir gerade ein. Aber der wäre dann eh nur darunter gegangen, wie man gerade gesehen hat. Und hier läuft auch diese Zelda-Musik. Und jetzt kann ich auf dem Ding laufen. Hihihi. Sehr schön. Dann holen wir den Secret Exit schnell noch. Ach, fu. Weil es ein schönes Lied ist, vor allem. So, und jetzt müsste man den Pilz behalten, den Secret Exit wirklich zu schaffen. Müsste man den Pilz jetzt behalten und sich von nichts treffen lassen. Das ist mir zu hart. Ist mir echt zu hart. Und das wär's gewesen. Ach, jetzt wäre ich noch. Oh, Hilfe. Jetzt wäre ich noch gestorben. Huch. Man hat es dann noch nicht mal geschafft. Man hat es dann noch nicht mal geschafft.
Okay. Uff. Man hat es da noch nicht mal geschafft. Das ist ja echt fies. Na gut, dann geht wie gesagt der Weg zum Schloss hier runter. Beziehungsweise man überspringt das Schloss und das Münzenlevel. So, was war hier für Musik? Ich kriege gerade ein bisschen Kopfschmerzen, aber das ziehen wir jetzt noch durch. Ah, jawohl. Mario RPG. Du, 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 du. Kennen wir. Kennen wir, kennen wir. Was lief hier? Ah, das hatten wir doch auch in Welt 9. Okay. Das Level haben wir überhaupt nicht gespielt. Fällt mir gerade auf. Deswegen nämlich. Ja. Aber ich. Wer es sehen will, soll es bitte selber spielen. Ich habe jetzt keinen Nerv mehr. Und das hier haben wir nie zu Ende gespielt, weil man. Das war das, wo wir nicht weiter wussten. Und da hat er geschrieben, man muss es schaffen, ganz ohne zu sterben, muss man einmal durchkommen. Weil, wenn man den Midway Point lädt, dann sind die Auswirkungen vom ersten Schalter wieder passé. Und das ist eigentlich das, worauf es hier ankommt. Deswegen ging es bei uns nicht weiter. Shit happens. So, warte mal hier. Okay. Du, 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 du. Und runter. Ich glaube, so viel spektakuläre Musik kommt jetzt nicht mehr. Aber ich weiß es natürlich nicht. Hier wird mich natürlich auch die Bossmusik reizen von dem Augenviech, ob er da eine richtige Musik eingefügt hat oder ob es normale Bossmusik ist. Ach, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Einmal schnell zum Boss. Ohne zu sterben natürlich, bitte. Nein. Okay, die Musik. Nach. Fail. Treffer. So schwer. Ja, ihr seht schon, das Video wird ein bisschen länger, ne? Wir machen das natürlich so lange, bis wir alle Musiken durch haben. Ich weiß gerade nicht, wo wir angefangen haben, die Musik auszumachen.
Aber es wird dann schon die Erinnerung kommen, wenn wir an dem Level sind. Irgendwo in der Winterwelt, glaube ich. Wie viele Hits hatte der Typ? Ah. Gut, gut. Und den haben wir damals sogar ohne Save States geschafft. Ohne Cheats, wollte ich sagen. Also ohne Save States natürlich auch. Ich muss mal gerade kurz was trinken. Ich krieg hier... Aua, ich krieg hier echt Kopfschmerzen gerade ein bisschen. So. Heute war auch echt ein ziemlich nerviger Tag. Deswegen nehme ich jetzt auch so spät auf. Das Real Life hat angeklopft. Und hat gemeint, hey, du kriegst heute einen Brief, um dich für einen Vorbereitungsdienst für die Schule anzumelden. Und dann ging die Sucherei nach Dokumenten los. Und ich habe nichts gefunden. Ich muss mal gucken, wo ich das hin habe. Heute ewig lang nur rumgesucht. Wo kommt das Lied denn her? Das kenne ich doch auch. Sonic! Natürlich, das ist Sonic. Oder? Das ist irgendeine Art Sonic. Nein. Das klingt nach Mario. Hä? Das klang jetzt voll nach Mario mittendrin. Der Anfang klingt noch... Hä? Wo kommt denn das her? Ich bin verwirrt, ist egal. So. Komisches Lied. Aber ich kenne es. Bepflanzt. Was hat man hier? Entschuldigung. Gut. Normales Zeug. So. Was hat man denn in der frostigen Festung? Die hat man noch, die Musik. Die hat man noch, die hatten wir noch, die hatten wir noch. Hier haben wir sie ausgemacht, die Musik. Davor habe ich sie nur teilweise ausgemacht, wenn es nötig war. Aber nach dem Level habe ich sie dann ausgelassen. Richtig? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier war, ja. Ja, 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 ja. Ja, davor hatten wir die Musik noch, ich weiß es genau. Weil das haben wir gehört hier, Metroid, das weiß ich noch, das haben wir gehört. Puh. Ja, ich bin faul. Oh, die ändert sich ja gar nicht, oder ich hab's jetzt verkackt. Wahrscheinlich habe ich es verkackt und sie würde sich eigentlich ändern. Ansonsten wäre es ein bisschen komisch, die hier zu lassen. Aber gut. Dann haben wir es, oder? Leute, haben wir es. Wir schauen uns jetzt noch ganz kurz das Luftschiff an. Ich spiele es jetzt nicht mehr richtig. Ich laufe es jetzt nur schnell durch. Ansonsten haben wir doch alles richtig gemacht, ne? Bin mir ziemlich sicher. So, lange ist's her.
Die Musik hier war auch gut, ja, ich erinnere mich. Und runter. Oh, das war knapp. Und hier rauf dann. Irgendwo hier sind wir mal gestorben. Ach ja, das hat man auch noch. Dann sind wir hier irgendwo gestorben. Ich glaube an den Dingern. Wie weit wär's denn dann noch gewesen? Ah ja, okay. So weit auch nicht mehr. Oh Gott! Gut, dass ich damals nicht... Gut, dass ich die damals nicht mehr gesehen habe. Mann, wie ich schon längst tot wäre wieder und das Level von vorne spielen dürfte. Zur Hölle. Okay. Nette Idee für einen Boss, aber boah, der hätte mich an der Stelle damals auch echt extremst abgefuckt. Vor allem ohne Midway Point, ne? Ich möchte es nochmal betonen. Den hat er hier ja vergessen. Gut. Dann haben wir das hier alles. Da hat man die Musik auf jeden Fall. Ich gucke nur gerade durch, ob ich irgendwelche Secret Exits irgendwo nicht gesammelt habe damals, wo die jetzt Wege offen sind, wo wir noch nicht uns angeschaut haben. Aber sieht soweit alles okay aus. Das Level, wo alles abstürzt. Dann sind wir durch. Ihr dürft natürlich Wünsche äußern, ob ich nochmal irgendwas spielen soll. Ich werde allerdings Nein sagen. Ausnahmsweise nehme ich hier keine Wünsche mehr entgegen. Wirklich nicht. Wenn ihr selber spielen wollt, meldet euch beim Stefanox, der schickt es euch gerne. Mit den Cheats macht es ja auch wiederum Spaß, aber... Oh, hier sind schöne Sterne. Oh, hier ist sogar ein Mond. Was auch immer der hier verloren hat, ich weiß es nicht. Aber, ja, ne? Danke, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein bei dem Projekt, fürs Mitfiebern in den noch schwierigen Leveln, wo wir noch keine Cheats benutzt haben. Danach haben wir Cheats benutzt, da danke dafür, dass ihr das Verständnis aufgebracht habt. Ansonsten würden wir halt jetzt immer noch in, weiß ich nicht, Welt 7 irgendwo hängen. Und ja, das wäre nicht so toll. Nee, gar nicht. Ja, dann nochmal danke, danke, danke fürs Zuschauen. Wir klettern gerade noch den Typ hier hoch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen zum 3000. Mal. Weiter wird es gehen mit ein bisschen Trackmania. Werden wir kurz machen. Ich habe wieder ganz viele Strecken bekommen vom Fritz Feldmann. Und ich nenne dich jetzt mit Vor- und Nachnamen, weil du heißt in deinem Account halt auch so. Also wird das in Ordnung sein. Ja, von dem habe ich wieder ganz viele Strecken bekommen, da werden wir ein paar fahren. Und ansonsten machen wir mit SMW weiter. Endlich. Tohu Mario steht an. Und Hack 2 heißt er, glaube ich. Sind relativ neue Hacks, die will ich auf jeden Fall spielen. Die sehen cool aus. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuschauen. Ansonsten, für irgendwelche News und so weiter könnt ihr auch auf meine Homepage gucken, die ständig von Viren befallen wird, weshalb ich da jedes Mal die Krise kriege, aber okay. Im Moment ist er hoffentlich wieder virenfrei, ansonsten, naja. Ja, danke fürs Zuschauen und tschüss.